Wir sehen uns auf reitschuster.de. Wladimir Putin, dessen Berliner Botschaft Sie hinter mir sehen, kann diesen Krieg nicht gewinnen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Warum? Ich bin sehr, sehr gut mit der Ukraine vernetzt, mit Ukrainern. Und Wladimir Putin hat mit diesem Angriff, eigentlich schon mit dem Angriff vor 8 Jahren, aber jetzt endgültig, die Ukrainer so massiv vereint. Er hat sie so massiv zusammengeschweißt, dass auch wenn er militärisch diesen Krieg gewinnt, er die Herzen und die Seelen der Ukrainer für sehr, er persönlich für immer verloren und für Russland für sehr, sehr lange Zeit kaputt gemacht hat. Wenn Russland, wenn Putin den Kampf um die Herzen der Ukrainer hätte wirklich führen müssen, dann dadurch, dass Russland zu einem leuchtenden Beispiel wird für die Ukraine, dass es den Menschen in Russland wirklich gut geht, dass die Menschen in Russland so zufrieden sind, dass sich dann vielleicht die Ukrainer irgendwann gesagt haben, das wollen wir auch. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Russland, eines der reichsten Länder der Erde, das reichste an Rohstoffen, und die einfachen Menschen immer noch im Wesentlichen sehr arm, dafür die Superreichen, die Oligarchen mit ihren Milliardenvermögen im Ausland. Russland hat weltweit von allen Flächenstaaten die größte Milliardärsdichte mit Abstand, und das ist ein System, das für niemand von den Nachbarn attraktiv ist. Niemand sagt, er will so leben wie die Russen. Und wenn man stattdessen mit Panzern versucht, die Nachbarn für sich einzunehmen, dann kann es nicht gut gehen. Das widerspricht ureigensten russischen Interessen. Er hat Russland für sehr, sehr lange Zeit jetzt isoliert. Und was hier passiert, ist eine schreckliche Tragödie für die Ukraine. Eine ganz schreckliche, aber es ist längerfristig auch ein großes Elend für Russland. Wladimir Putin denkt in meinen Augen immer noch in den Kategorien des 19. Jahrhunderts. Landeroberung, Krieg, Raumgewinn. Bei uns wurde das völlig unterschätzt. Menschen, die gewarnt hatten, wie ich, die wurden für verrückt erklärt. Und jetzt haben wir das ganze Elend. Und wer Russland liebt, wie ich, wer eine Zukunft in Russland haben will, wie ich, wer will, dass seine Kinder irgendwann mal in Russland leben können, wie ich, wer selber wieder in Russland gerne leben würde, der muss heute unglaublich trauern, weil Wladimir Putin dieses wunderbare Land, dieses fantastische Land mit diesen wunderbaren Menschen, das so viel der Menschheit gegeben hat, hier in die Isolation führt mit diesem barbarischen Zivilisationsbruch, den er begangen hat. Und mein Herz blutet heute für die Ukraine, für meine Freunde dort, und mein Herz weint aber auch für Russland, für den unglaublichen Schaden, den Wladimir Putin mit seiner Politik für dieses Land und in diesem Land angerichtet hat. Das war jetzt erst einmal nur ein Kurzkommentar hier. Ich werde gerne mehr machen. Wobei, eines möchte ich noch dazu sagen. Man fragt ja immer, wie Putin tickt. Ich kenne ihn ja, er tickt tatsächlich so. Er tickt wie im 18. Jahrhundert, er ist 19. Jahrhundert. Er ist überzeugt, dass die anderen genauso ticken. Und wir geben auch genug Anlass dafür, dass er überzeugt davon ist, dass die anderen genauso ticken. Er ist überzeugt, dass der Westen nur danach dürstet, Russland anzugreifen. Er ist ein vielem Opfer der eigenen Propaganda geworden. Und aus seiner Sicht, ich glaube, da wird er auch jeden Lügendetektortest gewinnen, ist es eine Verteidigung. Nur das Problem ist, es hat ihn niemand angegriffen, auch wenn wahnsinnig viel manipuliert wird. Das russische Außenministerium zum Beispiel bringt jetzt diese Zahlen, angeblich über 13.000 Zivilisten im Donbass getötet von den Ukrainern in all den Jahren. Es gibt die UNO-Zahlen, die 13.000 stimmen, aber es sind etwa 5.000 von diesen pro-russischen Rebellen, die gestorben sind, etwa 3.000 oder 4.000 ukrainische Soldaten und über 3.000 Zivilisten, was schrecklich ist, die man aber fast unmöglich zuordnen kann, wer da angefangen hat. Und es war damals Russland, das diesen Krieg in den Donbass brachte. Ich könnte jetzt wirklich unendlich diese ganzen Propagandalügen aufzählen. Ich kenne sie nur alle, weil ich in Moskau war. Und ich muss ehrlich sagen, unsere Medien betreiben auch Propaganda. Ja, das sehe ich so. Aber wie das in Russland geschieht, das erinnert mehr an die 30er Jahre des vorherigen Jahrhunderts. Auch jetzt wieder wird massiv darüber gesprochen, dass man Atombomben werfen kann auf den Westen. Da bin ich heilfroh, dass unsere Medien so etwas nicht schreiben und nicht
dazu aufrufen. Das Neueste ist jetzt, dass man für Fakes oder angebliche Fakes über den Krieg 15 Jahre in Haft muss. Und da muss ich sagen, bei allem, was ich hier kritisieren kann, bei allem schlechten Umgang mit Kritikern, 15 Jahre Haft drohen einem doch noch nicht. Ganz blöde Situation, ich mal so weit komme hier, dass ich unsere Medien, nee, ich rechtfertige sie ja überhaupt nicht. Also dadurch, dass sie jetzt zufällig auf der richtigen Seite sind, das macht das Ganze ja überhaupt nicht besser, aber es ist eine extrem verflixte Situation. Wie geht man um mit Putin? Das ist die große Frage. Wir haben ihn nie verstanden im Westen, das ist das große Problem. Ich bin überzeugt, wenn man mit ihm wie Adenauer gesprochen hätte, wenn man mit ihm wie Ronald Reagan gesprochen hätte, aus einer Position der Stärke heraus, dann wäre es nie so weit gekommen. Es sind die Schröders, es sind die Platzeks, es sind die Krone Schmalz und es sind die ganzen sogenannten Putin-Versteher, die ja alle, fast alle kein Russisch können, in Wirklichkeit gar nicht verstehen, die mit ihrem ständigen Beschwichtigen, die dazu geführt haben, dass Putin so wurde, wie er ist, mit dazu geführt haben. Und die haben deshalb in meinen Augen eine Mitverantwortung an dem, was heute passiert. Auch jetzt diejenigen, die dann schreien, ja, der Westen antwortet mit kaltem Krieg. Es ist heißer Krieg, den Putin begonnen hat. Es sterben unzählige Menschen und das Problem ist, dass wir völlig überfordert sind im Umgang mit Putin. Ihr erlebt das selber im Kreml vor Leuten wie Gerhard Schröder, hat man keine Achtung, mit denen geht man um wie mit Mädchen von schlechtem Benehmen, wie man das in Russland sagt, also die eher etwas, wie soll ich das sagen, leicht zu haben sind, während man Stärke auch in meiner Person achtet und das dem Respekt gegenüber zollt. Und ich glaube, das ist das große Problem, das in der Ukraine hat Wladimir Putin völlig unterschätzt, dass sich die Ukrainer so wehren werden. Ich frage mich oft in diesen Tagen, wie würden die Deutschen reagieren, wenn das hier passieren würde? Würden sich die Deutschen genauso mutig wehren wie die Ukrainer? Ich denke, sie kennen alle die Antwort. Ja, traurige Analyse. Ich weiß, sie wird wieder einigen nicht gefallen. Halte ich auch für völlig okay in einer Demokratie. Es wäre ganz schlimm, wenn wir alle eine Meinung haben und echte Demokraten, die können damit leben, dass jeder in irgendeiner Frage eine andere Meinung hat. Wer damit nicht leben kann, da kann ich auch nichts machen. Ich werde niemanden nach dem Mund reden. Ich richte mich nicht an Beifall aus. Ich sage das, was ich für richtig halte. Und ich weiß, dass 98-99% meiner Zuschauer und Leser das schätzen. Und bei den anderen tut es mir herzlich leid, aber ich werde mich nicht danach richten, dass dann ein paar protestieren. Frieden, Frieden und nochmal Frieden. Ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schuster.